Ich glaube, man darf auf gar keinen Fall leichtfertig umgehen. Aber Fakt ist, dass dringender Investitionsbedarf in die Zukunft besteht. Wir müssen in die digitale Infrastruktur investieren. Wir müssen in Schulen, in Kitas investieren. Das wäre notwendig. Der Bund wird jährlich circa 4 Milliarden mehr einnehmen. Dieses Geld sollte genau in diesen Bereich fließen, keinesfalls in Richtung Rüstung. Denn die Bedrohung dieses 2-Prozent-Ziels könnte den einen oder anderen anregen, hier zu investieren. Das wäre völlig falsch. Die Linke hat da eine ganz klare Position. Ja, wir müssen bei niedrigen und mittleren Einkommen entlasten. Das sieht unser Steuerkonzept vor, einen höheren Freibetrag. Auch an den Mittelstandsbauch müssen wir ran. Aber wir wollen den Spitzensteuersatz deutlich erhöhen. Vor allen Dingen fordern wir, dass endlich wieder die Vermögensteuer erhoben wird. Der obszöne Reichtum in Deutschland muss zur Finanzierung des Allgemeinwesens herangezogen werden. Wenn man über soziale Gerechtigkeit sprechen will, dann muss eine große Steuerreform damit einhergehen. Wir müssen deutlich machen, und das wird die Linke, dass wir uns mit den Mächtigen, mit denjenigen mit Riesenvermögen, mit den Konzernen anlegen wollen, damit wir genügend Mittel für die Wiederherstellung des Sozialstaates aufbringen können. Ich finde es völlig falsch, die NATO und ihr militärisches Engagement weiter auszudehnen. Alle bisherigen Kriege haben nicht für mehr Frieden gesorgt, sondern sie haben dafür gesorgt, dass es Flüchtlingsströme gibt, dass das Elend der Welt größer geworden ist. Deutschland sollte der erste Kriegsdienstverweigerer sein und nicht diese Aufrüstungsfantasien und diese Aggressionspolitik mitmachen. In Afghanistan ist die NATO seit 2002 einschließlich deutscher Soldaten. Die Ergebnisse sind katastrophal. Wir haben zehntausende zivile Opfer, wir haben über 50 tote Bundeswehrsoldaten, Milliarden sind dort versenkt worden. Jetzt kommen die Taliban zurück, der Mondanbau floriert. Diese Politik kann nicht fortgesetzt werden. Eine Aufstockung des Militärs würde dazu führen, dass die Aggressivität der Terroristen größer wird. Das können wir nicht wollen. Es müssen zivile Lösung gefunden werden, da können wir mehr tun, da macht Deutschland einiges, aber das ist durchaus erhöhbar.